Wenn sich die Zeiten ändern, ändern sich auch die Menschen und damit auch der Humor. Und so ist die Geschichte des österreichischen Kabarets genau wie die seines Landes. Eine sehr abwechslungsreiche. Und wie muss ein Kabarettprogramm Ihrer Meinung nach aussehen? Na, gute Kostüme vor allem und gute Kräfte, ne, zu haben. Soweit unsere kleine Volksbefragung zum Thema, was verstehen Sie unter Kabarett? In den 60er und 70er Jahren sah es zwischenzeitlich so aus, als hätte das Kabarett an Einfluss verloren. Eine Zeit lang war es mit dem politischen Kabarett Ebbe. Aber natürlich gab es in Österreich auch zu dieser Zeit Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die Kleinkunst nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Ich glaube, es gibt kein Land der Welt, wo Kabarett und Oper diese Wichtigkeit haben, wie sie es in Österreich haben. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin überzeugt davon, wenn zum Beispiel in den 30er Jahren mehr Leute in Deutschland gewusst hätten, was Kabarett ist, dann hätten wir uns vielleicht sogar den Zweiten Weltkrieg ersparen können. Österreich in den frühen 60er Jahren. Mit dem Land ging es bergauf. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war weitgehend abgeschlossen und die Wirtschaft florierte. Politisch war die Macht fest in den Händen der seit 1945 regierenden Großen Koalition unter der Führung der ÖVP. Die Politik war auf Machtausgleich orientiert, auch bei der Vergabe von Posten. Und man hat da auch das insofern abgemildert, dass Vertreter der Arbeiterschaft, also die Roden, ihre Posten gekriegt haben. Und hinter jedem Roden ist ein Zweiter gestanden, ein Schwarzer. Und hinter den Schwarzen ist ein Roder gestanden. Es war alles doppelt besetzt. Und das ist dann ausgewachsen, das ist ausgewuchert. Auch das Kabarett erlebte zu dieser Zeit eine Hochblüte. Allen voran das Kabarett Simpel unter der Leitung von Karl Farkasch. Die Koalition versteht die große Kunst, das Verantwortungsgefühl zwischen links und rechts so gleichmäßig zu verteilen, dass nichts mehr davon übrig bleibt. Und das Ensemble von Gerhard Bronner, der mit zahlreichen Größen seiner Zeit im Neuen Theater am Kärntner Tor spielte. Es wird Ihnen eine Lehre sein. Kommt einer da! Also ihr seid jetzt hierher gekommen, weil wir sind eine Elitetruppe. Der Ort, an dem sich das Kabarett abspielte, war in den 60er Jahren nicht mehr die Kleinkunstbühne, sondern das Fernsehen. 1963 geht Gerhard Bronner erstmals mit der Reihe Das Zeitventil auf Sendung. Gemeinsam mit Peter Wehle erläutert er das Konzept. Wenn ein Kessel unter starkem Druck ist, wenn der Druck schon stärker als genug ist, wird sogar ein Laie gleich verstehen. Irgendwas muss geschehen, sonst stresst's ihn. Doch ein Loch verhindert dieses Ziel. Dieses nennt die Technik ein Ventil. Das geht auf mit einem Pfiff, man kriegt einen Schreck. Der Überdruck ist weg. Gerhard Bronner hat ja sehr polarisiert von Anfang an, der arrogante Schnösel für die einen, ne, und der intellektuelle und auch literarisch unglaublich versierte für die anderen. Und es hat sicher beides gestimmt. Also insofern, wir waren ja, unsere Familien waren ja sehr befreundet und ich habe den ja gekannt, seit ich ein kleines Kind war. Aber der hatte natürlich unglaubliche Qualitäten. Durch das. Jetzt ist man leichter. Grund, Dampf abzulassen, gab es für die Kabarettisten in den frühen 60er Jahren einigen. Allen voran der Umgang mit der Vergangenheit. Im Frühsommer 1963 wurde in Graz unter jubelndem Beifall der Zuschauer Franz Murer freigesprochen, der im besetzten Litauen persönlich für den Tod zahlreicher Juden und Jüdinnen verantwortlich war. Der Prozess war eine Farce. Zahlreiche Shoah-Überlebende sind für den Prozess in Graz geladen worden, doch sie wurden vom geschworenen Gericht verhöhnt. Ihren Ausführungen wurde trotz erdrückender Beweislast kein Glaube geschenkt. In den Jahren darauf folgten weitere skandalöse Freisprüche. Gerichtlich verfolgt wurde nach der Abschaffung des Kriegsverbrechergesetzes 1957 ohnehin nur noch Mord und Beihilfe zum Mord. Alle anderen, auch schwer belastete ehemalige Nationalsozialisten, konnten danach wieder uneingeschränkt Karriere machen.
immer noch ganz oben auf, immer noch ganz oben auf, immer noch ganz oben auf. Kein Witz, wir leiten die Justiz. Wir entscheiden ganz richtig, tüchtig. Ja, und wenn uns die Standuhr im Sessel sieht, hämmert sie leise die Weise vom Wessellied. Tick-tack, 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 tick-tack. Dabei waren es nicht nur rechte Netzwerke, die eine oftmals sehr steile zweite Karriere ermöglichten. Es war sehr schwierig. Es gab da auch Sachen, und das habe ich auch als Linker, den Primarius Groß, den Kindermörder auf der Psychiatrie, und der war bis... Da war noch lang Mitglied der SPÖ. Und ich weiß noch, in der Kulisse habe ich gesagt, der ist noch immer SPÖ-Mitglied. Und dann ist der Blau aufgestanden, Mann von der Freda Meissner Blau. Und ich habe gesagt, ja, genau so muss ich sagen, der wurde vorige Woche ausgeschlossen. Und ich habe gesagt, ja, aber 35 war zu spät. Hallo? Ja, wer spricht? Bronner und Wehle in einer frühen Parodie auf die weit verbreitete Schlussstrich-Mentalität. Ein gewisser Herr Krivotschnik. Was sagt er? Ich brauche eigentlich gar nicht zuhören. Ich kann da schon sagen, was er will. Ja? Er sagt, es ist eine Niedertracht, die Dokumentation des deutschen Wehrwillens in so geschmackloser Weise durch den Dreck zu zerren, herabzusetzen. Die Kameradschaftsbündler sind stolz auf ihre Vergangenheit und werden in alle Ewigkeit zu derselben stehen. Stehen? Sind Sie bald fertig, Herr? Ja? Dankeschön. Ja. Darf ich jetzt auch ein bisschen was sagen? Ein bisschen los, wenn ich. Sehr liebenswürdig, ja. Danke. Also, hören Sie zu, Herr Krivotschnik. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, anlässlich der diversen Prozesse gegen die Herren Eichmann, Murer, Reuker und so weiter. Da wurde doch in Ihren Kreisen immer wieder die Ansicht vertreten, man soll doch endlich die Vergangenheit ruhen lassen und einen dicken Strich darunter ziehen. Erinnern Sie sich noch? Abseits der nun zusehends eigens für das Fernsehen produzierten Sketches traten Bronner und sein kongenialer Partner Peter Wehle jedoch auch weiterhin auf der Bühne auf. Neben den schweren Themen dabei auch mit leichtfüßigen Nummern, wie der berühmten Wienerlied-Parodie Rabab-Zibab. An den Eigenheiten des streng auf Ausgleich orientierten Zwei-Parteien-Staates arbeitete sich Karl Farkas im Simpel leidenschaftlich ab. Am 21. November erreichte uns die Nachricht aus Washington, dass das erste bemannte Weltraumschiff in Amerika in den Äther starten wird. Nicht erreichte uns die Nachricht vom Start des ersten österreichischen Weltraumschiffes, der am 1. April stattfinden soll. Früher ist es nicht möglich, weil die Zusammensetzung der Schiffsbesatzung noch nicht klar ist. Nicht? Nämlich die Plätze müssen bei einem echt österreichischen Staatsschiff natürlich nach dem Proporzsystem verteilt werden. Wenn einer rechts sitzt, muss gleich links auch einer sitzen. Und ebenso viel wie rechts müsste auch links sitzen. Und das dauert halt eine Zeit, bis man darüber im Klaren ist. Also wie Sie sehen, hat das Vehikel eine gefällige neutrale Form mit leicht nach rechts geneigter Achse und ist derart vorsichtig elastisch konstruiert, dass es trotz allfälliger Gegenströmungen nirgends anzustoßen imstande ist. 1964 wurde die Große Koalition unter Josef Klaus neu aufgelegt. Es kriselte in der Beziehung, doch ein letztes Mal konnte man sich noch zusammenraufen. Jetzt bei der langen Regierungsbildung sind Sie plötzlich drauf gekommen, die Koalition muss unter allen Umständen erhalten bleiben, das ist gut. Schauen Sie, die Koalition ist eine Ehe, bei der zwar die Eifersucht stärker ist als die Liebe, aber wenn alle Gefühle längst erkaltet sind, das Proporzgefühl bleibt. Und das ist wichtig für uns, denn Proporz ist eine typisch österreichische Erfindung, die nach dem Motto ausgeübt wird, wie du dir, so ich mir. Ja, aus heutiger Sicht ist zum Beispiel die Sozialpartnerschaft eine gute Sache gewesen. Aus damaliger Sicht war sie teilweise erdrückend für die Menschen und hat auch dazu geführt, dass Protestbewegungen überhaupt erst entstanden sind, weil das Land einfach proporzmäßig komplett aufgeteilt war. Ein politisches Erdbeben löste im Herbst 1964 den Rausschmiss des Innenministers Franz Ohla aus der SPÖ aus.
Ola wurde vorgeworfen, Gewerkschaftsgelder veruntreut zu haben, unter anderem zur Finanzierung der Kronenzeitung. Aufsehen erregte Ola auch bereits zuvor mit einem Fernsehauftritt, in dem er geheime Dossiers über führende Persönlichkeiten der Republik zur Sprache brachte. Das Zeitventil mit dem Sketch Spitzel überall. Um 10.09 Uhr sagten sie, alle Parteien gehört in die Würste. Um 11.34 Uhr äußerten sie den Wunsch, in ein Land auszuwandern, das die Korruption nicht kennt. Um 11.45 Uhr sagten sie, ihr Chef wäre ein Trottel. Woher wissen Sie das? Ich war der Chef. Um 18.30 Uhr zahlten sie ihren Mitgliedsbeitrag bei der SPÖ und um 19.05 Uhr zahlten sie bei der ÖVP. Damit sie nicht wieder fragen müssen, woher ich das weiß, ich habe hinter ihnen eingezahlt. Was hast du gegen Spitzel? Das ist ein Beruf wie jeder andere. Man geht herum, schaut, was es Neues gibt und lässt sich dafür bezahlen, dass man es aufschreibt. Das machen wir zwei auch. Ja, wie kannst du das vergleichen? Wir schreiben doch nicht für einen Panzerschrank, sondern für die breite Masse. Also, ganz so ist es ja auch wieder nicht. Nachdem diese Spitzelgeschichte aufgeflogen ist, hat sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung gegen den Ola und hinter die Spitzel gestellt. Woraus zu erschließen ist, dass wir nicht prinzipiell gegen die Spitzel sein dürfen. Ach wohl, ja. Dafür habe ich wieder mal einen großartigen, genialen Vorschlag einer wahren Demokratie würdig. Ich schlage vor, eine Volksabstimmung. Wer ist für und wer ist gegen die Spitzel? Na und? Sehr einfach. Wer für die Spitzel ist, soll bespitzelt werden, die anderen nicht. In der Fernsehsendung Bilanz der Saison parodieren Farkas und sein berühmter Doppelkonferenzpartner Ernst Waldbrunn die angeschlagene Beziehung zwischen ÖVP und SPÖ. Angelehnt an das amerikanische Raumfahrtprogramm Gemini, startet Österreich seine Mission Ojemini. Schäberl! Ja, Herr Berger. Was jetzt ist Sie stolz? Hocken wir uns erst. Ich ja, das gern, wenn Sie wollen. Setzen Sie Herz hin. Worauf soll ich eigentlich stolz sein? Na, hören Sie, wir sind doch die ersten österreichischen Astronauten, die ersten Weltraumfahrer, die ins All starten vom Kap Kagran. Ja. Man kann die beiden nicht den Gefahren aussetzen. Man müsste zwei andere führende Koalitionspolitiker zum Abschuss den Weltraum starten lassen. Die würden aber ewig. Die will ewig auf dem Kap Kagran in der Kapsel sitzen. Warum? Weil es unmöglich ist, in Österreich einen führenden Politiker abzuschießen. Geschwächt durch die Ola-Krise verliert die SPÖ 1966 empfindlich an Stimmen und die ÖVP kann unter Josef Klaus eine Alleinregierung bilden. Erst 20 Jahre später sollte es wieder zu einer Zusammenarbeit der beiden Großparteien kommen. Doch Große Koalition hin oder her, kritisiert wurde im Simpel keineswegs nur die politische Elite des Landes. Auch der weit verbreitete Charaktertypus des prinzipienlosen Opportunisten wurde parodiert. Hier in einem Sketch mit dem gelernten Fernmeldetechniker Ossi Kollmann. Ich such die rechte Gesinnung geschwind, bevor es noch zu spät. Ich dreh mein Mäntelchen nach dem Wind, so wie ich weiß, woher der Wind weht. Die Fahnen wechseln. Die roten, braunen, schwarz-gelben. Nur die Menschen, die dahinter gehen, sind immer dieselben. Nach der Wahl hat man mehr keine Wahl. So war's schon anno Nazi-mal. Da stimmt dich überzeugend ein ins hohe Lied der Wucht am Rhein. Doch als aus dem Rhein der Rheinfall ward, aus eiserner Zeit der eiserne Besen, da wurde plötzlich offenbar, dass ich ein Widerständler war. Ich war unter allen Gauleitern der einzige Anti-Nazi gewesen. Das ist der Polizei. Über die Rolle von Netzwerken beim beruflichen Vorankommen Johann Sklenka, Kurt Sobotka und Herwig Seebeck. Das ist interessant, sehr interessant. Ja, aber eine Meinung zu sagen, setzt einen gewissen Charakter voraus. Und ein abhängiger Mensch mit Charakter, was hat denn der für ein Schicksal? Ja, schauen Sie, dieser Vogel sucht immer Anschluss an die jeweilige Majorität. Aha. Ich sage Ihnen, wo der schon überall war. Ja, na, was überall? Der riecht geradezu. Richtig. Der riecht geradezu, wer und was ihm im Augenblick helfen kann. Das ist interessant, sehr interessant. Ja, bei jeder Party ist er dabei. Ja. Ne? Der redet immer das, was die Zuhörer können hören wollen. Er ist ein fachliches Können. Man soll ja auch nicht überragend sein. Was heißt fachliches Können? Was kann denn? Der hat immer das Glück, dass andere seine Arbeit machen. Geht's gut, ja?
Fein, ja. Schauen Sie, das nie ganz oben, ja. Ist auch nie ganz unten. Mhm. Wissen Sie, immer so geschützte Mittelklasse. Mhm. Da muss was raus und da willst du was artikulieren. Und egal, ob es aus literarischen Gründen ist oder aus politischen Gründen oder musikalisch oder warum auch immer, aber das ist so ein, das muss dann sein. Und ich kann das, Gott sei Dank, in einer anderen Zeit, aber ich kann das total nachvollziehen. Und im Kleinen kenne ich das genauso. Freundelwirtschaft blieb ein Dauerthema im Kabarett der 60er Jahre. Messerscharf an den politisch brisanten Themen dran war im Jahr 1965 einmal mehr Gerhard Bronner. Ja, auch fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war der völkische Deutschnationalismus noch lange nicht erledigt. In Sachen Aufdeckung spielte Österreichs Kabarett hier seine vielleicht größte Rolle überhaupt in der Geschichte des Landes. Die Affäre Borodajkiewicz, selten war der Einfluss des Kabarets auf das Zeitgeschehen so groß. Einfluss, das ist sehr subtil zu betrachten. Es gibt Situationen, wo die Satire ein Bewusstsein weckt, das möglicherweise auch zu einem Widerstand weckt gegen Situationen in der Politik. Das war eigentlich die Borodajkiewicz-Affäre die erste, wo das aufgebrochen ist damals, wo auf einmal das Kabarett politische Relevanz für sich beansprucht hat und ein Thema, eine Geschichte thematisiert hat, die sehr wohl mit der Vergangenheitsbewältigung zu tun gehabt hat und deshalb auch damals auch für ungeheure Wirkung gesorgt hat und dann Riesenwirbel gegeben hat. Worum ging es in dieser historischen Affäre Borodajkiewicz? Das soll am besten der Mann erklären, der sie erfolgreich zum Thema gemacht hat. Ich habe mir das angeschaut und gesagt, ja, das ist eigentlich eine Kabarettnummer, und zwar eine sehr wichtige, wenn auch nicht eine sehr komische. Taras Borodajkiewicz war ein Professor an der Hochschule für Welthandel, der aus seiner deutschnationalen Grundhaltung und seinem antisemitischen Weltbild keinen Hehl machte. Herr Professor, wenn Sie so an Ihr reiches und bewegtes Leben zurückdenken, gibt es da ein besonderes, für Sie unvergessliches Ereignis, sozusagen das Ereignis? Und ob. Eine Sternstunde in meinem Leben war die Rede Adolf Hitlers am Heldenplatz im März 1938. Hitler war der glanzvollste Redner des 20. Jahrhunderts. Ein Staatsmann par excellence. Herr Professor, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, ja, wie denken Sie sich die Entwicklung der Geschichte im Allgemeinen und die Entwicklung Deutschlands im Besonderen? Es ist leider ein Teil der gesamtdeutschen Katastrophe, dass wir zweimal innerhalb einer Generation unser größeres Vaterland verloren haben. Die Sendung erreichte eine breite Öffentlichkeit. Es folgten Kundgebungen von beiden Seiten. In Wien demonstrieren Studenten und fordern seine Enthebung als Lehrer der Jugend. Der Ring freiheitlicher Studenten organisierte eine Kundgebung für Borodajkiewicz. Ein Demonstrant aus dieser Gruppe schlug mit der Faust auf einen Teilnehmer der Gegenkundgebung ein, der an den Folgen des Angriffs zwei Tage später verstarb. Ernst Kirchweger, das erste Todesopfer politischer Gewalt der Zweiten Republik. Die Spätfolgen dieses Interviews waren, dass Taras Borodajkiewicz seines Amtes enthoben und in Frühpension geschickt wurde, also in den wohlverdienten Ruhestand, wie man so sagt, und dass ich geklagt wurde, so wie der damalige Fernsehdirektor Gerhard Freund. Der Prozess ist übrigens wie das Hornberger Schießen ausgelaufen. Ich habe dem gegnerischen Anwalt gezeigt, was ich noch alles an Material hätte und nicht veröffentlicht habe, und hat die Klage zurückgezogen. In den 60er Jahren holte Bronner das Studentenkabarett Der Würfel aus Graz an sein Theater am Kärntner Tor. Peter Ludinski, der das Würfelensemble Mitte der 60er Jahre übernahm, brachte eine neue, avantgardistische Formsprache ins Kabarett. Hier ein Ausschnitt aus dem Stück Der Gesichterschneider. In Gesellschaft vielfach verwendbar. Köstlich! Na, das ist herrlich! Die Idee zu dumm! Den Witz habe ich schon in der Volksschule gehört. Da war ich 10. Aber ich weiß an, wie geht der mit dem Bobby im Aquarium? Warte, warte. Ach ja, ich weiß schon. Apropos, kennen Sie schon den?
das Galeriegesicht, wirksam in Ausstellungen zeitgenössischer Künstler. Habitäre, wusch, der traut sich was. Ach so ein Dreck. Wenn das eine Kunst ist, na, der Hund ist damisch. Das ganze Bild schwarz, nur ein weißer Fleck. Mich fangen's nicht. Formale Experimente vollzog auch der Simpel. Das G-Drama, bestehend aus nur Wörtern, die mit dem Buchstaben G beginnen. Gespielt mit Maxi Böhm, der seit 1957 fest im Simpel-Ensemble spielte. Genussspech! Genug geflirtet! Gabriel! Gerlindes gehörnter Gemahl? Grauenhaft! Gemeiner Gauner, Gattin, gestohlen! Gestern gerade günstige Gelegenheit gewesen. Husch, gegenhafter Schwuf! Gesinn! Grobian! Genugtuung! Gleich! Gemordet! Also der Maxi Böhm war natürlich ein komisches Genie. Der hat eine Wiss-Komiker gehabt, die hat ihresgleichen gesucht. Also ich stehe nicht an zu sagen, der war der John Cleese seiner Zeit bereits. Ja. Deshalb gehörte Maxi Böhm auch jahrzehntelang zu den Größten der heimischen Kabarettszene. Was man heute alles machen muss, bis die Leute lachen. Es ist ja unwahrscheinlich. Es ist ja kein leichtes Brot. Da habe ich einmal ein Beatle gespielt. Wie Sie, das sind lauter Souvenirs, Erinnerungen. Überall ist eine kleine, nette Erinnerung damit verknüpft. Ich habe zum Beispiel, sei doch still. Was ist, sei doch ruhig. Sehen Sie, ich habe einmal einen Sportberichterstatter im Simpel gespielt. Liebe Sportfreunde, unser Pferdl, der rennt wie eine Lokomotive. Seine rote Krawatte flattert im Winde. Nee, das ist nicht die Krawatte, das ist die Zunge, die ihm raushängt. Die Alleinregierung unter Josef Klaus ab dem Jahr 1966 war nicht nur aufgrund des Endes von 21 Jahren großer Koalition ein Novum. Mit der Sozialministerin Grete Rehor wurde in diesem Jahr erstmals eine Frau Ministerin. Minister ist ja, sie. Ja, ja. Sie ist ihr eigenes. Wann, wenn nicht jetzt, sollte man ein Thema ansprechen, das damals wie heute brandaktuell ist? Es war in der damaligen Zeit überhaupt ja nicht so üblich, dass die Frauen überhaupt recht viel gearbeitet haben und da Geld heimgebracht haben und selbstständig waren und also im Sinne von finanziell auf eigenen Beinen. Frauen waren im Kabarett der 60er Jahre prominent vertreten. Allen voran Publikumsliebling Sissi Kraner am Simpel. Aber auch andere Stars wie etwa Elfriede Ott. Sie lanchen. Der Blade muss Diät halten, darum nennen sie es Lanchen. Da ist das Seidentuch. Doch sie waren stets Darstellerinnen, die in Stücken auftraten, die von Männern geschrieben wurden und in denen Männer Regie führten. Ändern sollte sich das erst in den späten 70er Jahren im Zuge der zweiten Welle der Frauenbewegung. Das kleine Auto, das am See ich einmal trug am Dekolleté. Die Männer starrten alle drauf. Ich fragte einen, fällt das auf? Das Auto, sprach er,
keine Spur. Wir schauen ja auf den Parkplatz nur. Ich kann mich erinnern, ich habe früher bei Interviews immer gesagt, es ist überhaupt kein Unterschied, ob man Frau oder Mann ist, wenn man Kabarett spielt, weil wir bekommen ja das gleiche Honorar zum Beispiel. Man lebt von den Eintrittspreisen und das ist wurscht. Da gibt es keinen Unterschied. Aber sehr oft bin ich rausgekommen nach der Vorstellung, neben mir irgendein Ehepaar oder so, und ich weiß nicht genau, wie er dann immer sagt, naja, also für eine Frau sind sie aber eh lustig. Und das eh habe ich nicht einmal gehört, das habe ich oft gehört. Ende der 60er Jahre rückten die globalen Konflikte erneut nahe an Österreich heran. In Prag versuchte die Kommunistische Partei unter Alexander Dubček im Frühjahr 1968 ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen. Es wurde jedoch von den Warschauer Paktstaaten militärisch niedergeschlagen. Es lag die Gefahr eines Atomkriegs in der Luft. In Österreich herrschte jedoch die Inselmentalität. Sorgen machte man sich nur über das Schicksal des eigenen Haustiers. In Wien, wo die Stadt am verschwiegensten ist, sitzt oft der Herr Meier beim Wein. Und um 10 Uhr, wenn der Wein am gediegensten ist, kommt er langsam ins Reden hinein. Und dann sagt er, ich lese in der Zeitung nur von Rüstung und Kriegsvorbereitung. Man will jetzt die Welt ausradieren und die Wiener Stadt atomisieren. Also bitteschön, ich will ja nichts sagen, aber eins liegt mir sehr schwer im Magen. Wann jetzt ein Krieg kommt, sagen's was Geschicht dann mit mein Hund. Mein Hund ist gewiss kein ordinärer Vagabund. Und wenn die Kugeln plötzlich knallen und die Raketen runterfallen, was macht der Hund? Ja, Kruzifix, wenn er auch bellt, das nutzt ihm nix. Es könnt ja sein, ein General wird leicht verrückt, so dass er irgendwie aufs falsche Knopferl drückt. Das Großartige am Georg Kreisler an jeder guten Kabarettnummer ist, dass man sie eigentlich 150 Jahre lang spielen kann, weil sie sich eben mit einer menschlichen Emotion, menschlichen Erscheinung beschäftigt und nicht mit einer tagespolitischen Aktualität. Dass sich jemand die meisten Sorgen um seinen Hund macht, das war in der Antike schon so und es wird auch in 5000 Jahren noch so sein. Die gemeinsam mit Kreislers damaliger Lebensgefährtin Topsy Küppers produzierte Fernsehsendung Die heiße Viertelstunde wurde noch vor der Ausstrahlung der letzten Folge abgesetzt. Laut Kreisler, weil die Lieder den Programmverantwortlichen zu kritisch waren. Sinnbildlich für die Verhältnisse im Land sollte die Wendung Eine heiße Viertelstunde später als Zusammenfassung der Ereignisse in Österreich im Revolutionsjahr 1968 geläufig werden. Während in Frankreich im Mai 1968 eine landesweite Streik- und Protestwelle das Land lahmlegte und in Berlin die sozialistischen Studenten erfolgreich Massendemonstrationen gegen den Vietnamkrieg organisierten, war der sozialistische österreichische Studentenbund auf eher verlorenen Posten. Bronners Zeitventil in einer Parodie auf den überhitzten Aktionsdrang und die Phrasendrescherei der Studierenden. Kollegen, eine neue Zeit ist angebrochen. Und auch wir wollen unser Schärflein dazu beitragen. Man hat sich in Österreich, und das ist der Grund, warum ich dieses Land, ja, sehr zwiespältig, aber liebe, und vor allem Wien, man hat sich in Österreich über die 68er-Kabarets, über die 68er-Bewegung auch lustig gemacht. Wohin gehört der österreichische Student in dieser Zeit? Der österreichische Student gehört auf die Barrikaden. Ja, was macht er dort? Revolution. Sehr gut. Bitte, gegen was revoltieren wir denn eigentlich? Das ist eine blöde Frage. Gegen die große Koalition. Die Kabarettisten sind immer auf der Seite des Lachers. Nur weil ich mit einer Ideologie einverstanden bin, heißt ja nicht, dass ich mich nicht darüber lustig machen kann. Wir finden überall einen Punkt. Und gerade bei den Themen, die uns am Herzen liegen, wo wir eigentlich oder bei den Parteien, bei den Bewegungen, bei den Gedankengängen, Philosophen, die uns nahestehen, da sind wir noch kritischer. Naja, wir demonstrieren und revoltieren gegen die Schwarzen allein. Nein, nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. In Deutschland revoltieren sie auch gegen Schwarz und Rot. Nein, das ist sofort ein Fernschreiben nach Berlin, Anfrage, ob wir nur gegen die Schwarzen allein
revoltieren dürfen. Gerade weil man sich da so ärgert, weil man dem nahesteht. 68er Revolution, 68er Geschichte, natürlich wurde die aufs Korn genommen im Simpel. Und das ist genau der Punkt. Genau das muss auch sein. Also jetzt auch ein linkes Kabarett. Das muss genauso sein. Hat sich steppert zu den eigenen linken Haberer. Sagen ich keine Haberer. Diese verbohrten Dinge, die da waren. Ho, ho, Ho Chi Minh! Ho, ho, Ho Chi Minh! Euer stets ergebener S.Ö.S. Einen Ruck nach links gibt es zu dieser Zeit auch auf parlamentarischer Ebene. 1970 setzt sich der Sozialdemokrat Bruno Kreisky gegen Josef Klaus durch. Auf die ÖVP-Alleinregierung folgt die 13 Jahre andauernde Ära Kreisky. Ja, ich möchte vor allem einmal sagen, dass ich im Namen der Sozialistischen Partei allen Wählern und Wählerinnen, die uns ein so hohes Maß an Vertrauen geschenkt haben, danken möchte. Und ich möchte. Die Ära Kreisky war geprägt von zahlreichen demokratischen und sozialen Reformen. Vieles von dem, was in seiner Amtszeit eingeführt wurde, scheint heute selbstverständlich, war damals jedoch eine Neuheit. Die Legalisierung der Homosexualität, der kostenfreie Hochschulzugang, die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Und erstmals 1975 waren Frauen zur Ausübung eines Berufes nicht mehr von der Zustimmung des Ehemanns abhängig und konnten auch ihren Familiennamen selbst bestimmen. Kreiskys Popularität war so groß, dass er im Volksmund schon bald den Beinamen Sonnenkönig erhielt. Der Beginn der Ära Kreisky in der Politik fiel zeitlich zusammen mit dem Ende der Ära Farkas im Kabarett. Karl Farkas verstarb am 16. Mai 1971. Noch am Vorabend seines Todes spielte er nach fast einem halben Jahrhundert am Simpel eine letzte seiner legendären Doppelkonferenzen mit Ernst Waldbrunn. Ja, Martin, Sie waren sehr zugeschaut. Selbstverständlich, Herr Professor. Wie hat es Ihnen gefallen? Herr Professor, wir sind seit 20 Jahren miteinander befreundet. Ich möchte nicht, dass durch meine Aussage ein Schatten auf diese Freundschaft fällt. Martin, Gott sei Dank, es hat Ihnen nicht gefallen. Im Gegenteil, Herr Professor, es hat mir so großartig gefallen. Aber wenn ich sagen würde, wie gut es mir gefallen hat, würden Sie glauben, das ist eine Lobhudelei. Hudeln Sie, lieber Martin. Herr Professor, ich habe in den letzten 10 Jahren nicht so gelacht wie heute. Danke. Wo waren Sie die letzten 10 Jahre? In Stein an der Donau. Der Verlust von Farkas als künstlerischer Leiter, Hauptautor und Hauptattraktion des Simpel wog schwer. Maxi Böhm, oftmaliger Spielpartner von Farkas und seit 1957 fest im Simpel-Ensemble, blickt bei der 60. Geburtstagsfeier des Simpel noch einmal auf dessen Geschichte zurück. Meine Damen und Herren, 60 Jahre Kabarett Simpel. Wir wollen nicht sentimental sein, aber ein kleiner freundlicher Rückblick sei gegönnt. Wie ist diese Institution überhaupt entstanden? 1912 kam ein junger Schauspieler, Egon Dorn war sein Name, nach Wien, hatte eine blendende Idee. Er nahm eine Unmenge Rauch, baute 4 Wände drumherum, schloss die Lüftungsklappen ab und eröffnete das Kabarett Simpel. Politisch angriffslustig ging es im Simpel auch nach Farkas Ableben nicht zu. Doch stets mit kritischem Blick auf das Zeitgeschehen. Ein Sketch von 1973 persifliert Kreiskys Bemühungen, in internationalen Konflikten zu vermitteln. Maxi Böhm als US-Außenminister Henry Kissinger. Sagen Sie dem Mao, die neue Bibel ist all right. Er kann sie so drucken lassen, ja. Okay. Mr. Kreisky. Bitte entschuldigen. Was gibt's? Hannes, im Parlament ist es finster. Das ist wieder einmal bezeichnend, weil man nicht selbst überall dahinter. Aber schickt's mir den Blecher herüber. Ich habe zufällig 2 Sicherungen hier. Für das Kabarett wurde es ab Anfang der 70er Jahre immer schwieriger. Grund war die immer stärker werdende Dominanz des Fernsehens. Der Simpel stand 1974 sogar vor dem Aus, ehe Martin Flossmann das Traditionskabarett übernahm. Bis der Vorhang aufgeht, sind 300.000-400.000 Schilling, sagen wir, beim Teufel oder beim lieben Theatergott. Und Sie arbeiten natürlich unsubventioniert.
unsubventioniert. Ich habe für den Umbau des Simpel Subventionsbeiträge bekommen, muss aber den laufenden Betrieb ohne Subvention führen. Da sehe ich eigentlich eine kleine Gefahr. Ich glaube, dass ein nicht subventioniertes Theater neben den subventionierten Theatern à la longue nur schwer bestehen kann. Jedem sein Theater. Man wehrte sich mit Humor. Im Simpel-Sketch Jedem sein Theater wird das Wohnzimmertheater persifliert. Damit wollen wir Sie verwöhnen, jedem sein Theater. Sind wir ganz allein? Ja, Sie werden heute Abend in bester Gesellschaft sein. Von politisch bissigem Kabarett entfernte man sich jedoch immer weiter. Das ist aber für mich, glaube ich, ganz schwer zu sagen, ob es lag es daran, dass es die Leute nicht interessiert hat, oder lag es daran, dass es kaum gemacht wurde. Samstags bitte noch einmal, wenn sich der Vorhang hebt. Also ich glaube, das ist eine rein hypothetische Annahme jetzt, aber ich glaube, wenn ich in den 70er Jahren schon Kabarett gemacht hätte, politisches Kabarett, hätte ich genug gefunden, um mich daran abzuarbeiten. Spätestens 1978 hätte das garantiert gestimmt. Da kam es in Österreich zu Massenprotesten. Anlass war die geplante Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf. Erstmals wurde der allseits beliebte Kanzler selbst zur Zielscheibe von Massenprotesten und auch des Kabarets. Gab es vor der Atomabstimmung über Zwentendorf, das hat geheißen, da wird man ja noch fragen dürfen. Wird er noch fragen dürfen jetzt? Und in diesem Programm hat es eine Maurernummer gegeben, wo zwei Maurer sich über das Kernkraftwerk Zwentendorf unterhalten haben. AKW. Die Energie wird jetzt noch schon ganz umgestellt, ne? Der Rotbo. Der Rotbo. Und das hat man deswegen gesehen, weil da hinten irgendwie Straßenschilder montiert waren. Wir haben Zwentendorf nicht sagen dürfen, es war aber klar, wenn da hinten steht Dullen, dass das auch nur über Zwentendorf war. Und damals hat es vom Kreisky schon die Direktive gegeben an den Kreuzer, der damals Programmchef war, dass sämtliche Hinweise auf die Volksabstimmung vor allem in den Unterhaltungssendungen zu unterbleiben haben. Und das war, finde ich, ein ganz klarer Fall der Zensur. Ja, was ist, wenn die jetzt da auch sagen, es meint zu wenig in die... Willst du schon wieder fragen dürfen? Jetzt frage ich dich einmal was. Wenn du schon so dagegen bist, was mauerst du denn dann dran? Und ab da war für mich der Punkt, wo ich den wunderbaren Kreisky einfach anders gesehen habe, nämlich kritischer gesehen habe. Das war uns nicht angenehm. Da wurden auch Leute, die waren keine Kabarettisten, aber ich kannte die alle, die eine SPÖ-Jugendorganisation in Linz, die JG, die hat er komplett ausgekaut. Lukas Resetaritz war es auch, der im Wiener Konzerthaus die Veranstaltung Künstler gegen Zwentendorf moderierte. In seinem Programm Rechts, Mitte, Links erinnert er sich an seine Erlebnisse als Demonstrant. Blödheit ist es sicher. Wissen Sie, ich habe ihn ja oft gewarnt. Es ist ja eine schwere Zeit jetzt in den 77er Jahren. Ich war heute Terroristen, nicht? Man erkennt es ja nicht auf den ersten Blick. Nicht? Früher, man glaubt, das sind die langen Haare, jetzt haben sie kurze zum Teil auch. Nicht? Dann sind sie wieder Goschen teilweise. Nicht? Und früher hat man ja geglaubt, nur die Dreckigen mit den langen Haaren. Nicht? Aber die sind ja raffiniert, die sind ja raffiniert. Aufgrund der großen Proteste setzte Kreisky eine Volksabstimmung an und warf sein ganzes politisches Gewicht ins Rennen, um die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes durchzusetzen. Er hat wirklich daran geglaubt. Er hat zutiefst daran geglaubt. In einem Gespräch mit ihm, das hat mich irrsinnig berührt, hat er gesagt, schauen Sie, so auf in seiner Besserwisserheit, schauen Sie, mit allen er hat mit allen Wissenschaftlern gesprochen. Er hat nicht mit vier, sondern mit allen. Es gibt auf der Welt tausende, mit denen hat er allen gesprochen und die haben alle gesagt, das ist Leiwand. Und da hätte ich gern gehabt, wenn er bei Fukushima dann noch gelebt hätte oder Tschernobyl. Kreisky muss aber dennoch eine Niederlage einstecken. Mit 50,5% kann sich das Nein-Lager durchsetzen. Per Gesetz werden Atomkraftwerke in Österreich daraufhin verboten.
Zeitgleich mit den neuen Protestbewegungen hat auch das Kabarett endgültig den Sprung aus den althergebrachten Kulturtempeln und dem öffentlichen Rundfunk geschafft. Ja, das waren's, unsere braven Landleute in der Natur draußen. Nicht, sie ist ja noch da, die Natur. Man muss sie nur suchen. Freilich, in der Betonwüste der Städte wird man sie nicht finden. Also manches Mal findet man es auch am Land draußen immer, wie im Italienischen da zum Beispiel, in Ferveso oder wie das Seveso. Nicht, da haben sie die Natur abtragen, weil alles vergiftet war. Und das ist schon ein gerüttelt Maß an dem, was Kabarett kann oder können muss, meiner Meinung nach, ist den Blick auf die Welt zurechtrücken, indem man die Welt mit welchen Mitteln auch immer ihres Bierernstes entledigt. Leute, die alles lächerlich finden, sind schwerer in den Krieg zu schicken, sind schwerer zu indoktrinieren, sind schwerer anzuagitieren, aber das ist alles lächerlich. In den frühen 1980er Jahren erfolgten zahlreiche Kabarett-Neugründungen, nun in Form von Kulturbeiseln. An Spielstätten wie der Kulisse, dem Spektakel oder dem Metropol fanden sich die jungen Kabarettisten, die in den kommenden Jahrzehnten zu Stars werden sollten. Eine kleine Wende. Pfarr. Wir haben lange genug geschwiegen und es war gut so. Bitte, Herr Zirpitzauer, Ihnen als pragmatischen ÖVPler, weil wir ja doch beide eher in der politischen Mitte auch angesiedelt sind, also Ihnen kann ich es ja sagen, es sind natürlich Fehler passiert. Eitertaus. Natürlich war der große Erfolg damals nicht abzusehen. Nein, man wird ja nicht Kabarettist, das ist ja kein Berufswunsch. Ich glaube, vielleicht jetzt, man sagt nicht, ich möchte Kabarettist werden. Nein. Das entsteht eher durch Versuch und Irrtum und durch, weil es was anderes nicht funktioniert hat. Dieser Apfel übt eine besondere Anziehungskraft auf Eva aus. Mit dem Kabarettboom der 80er Jahre war auch die Stellung des Fernsehens gebrochen. Der Menschengeist ist nicht so beliebig erweiterbar wie das Fernsehprogramm. Das Fernsehen gibt einfach mehr Unterhaltung aus, als es hat. In der bürgerlichen Gesetzgebung nennt man das betrügerischen Bankrott. Bedenkt man, was das Kabarett im Wandel der Jahrzehnte alles er- und überlebt hat, kann man davon ausgehen, dass es auch in Zukunft noch da sein wird. Der direkte Austausch der Lustbarkeit, da sagt einer was. Ich lache, ich reagiere, ich bin einer Meinung, ich bin anderer Meinung. Dieses gemeinsame Erleben ist ein Austausch der Lustbarkeit. Und das wollen die Leute sicherlich nicht missen. Das wird es weitergeben.